Das ist einfach, euer Ehren. Eine zerbrochene Brille. Das ist richtig. Das Opfer packte die Brille des Verbrechers, als er gestoßen wurde, und hielt sie während des Sturzes fest. Hey, warum starren Sie mich so grimmig an? Diese Brille, die du trägst. Na, ja, das ist meine Ersatzbrille. Aber die Brille, die man am Tatort gefunden hat, ist nicht meine, ich schwöre es. Bist du sicher? Es war Zufall, dass ich am selben Tag versehentlich auf meine Brille trat. Zufall, sagt sie. Euer Ehre. Ich habe weitere Beweise vorzulegen. Oh, tatsächlich? Noch mehr? Und dies ist ein entscheidender Beweis. Nun gut. Soll unser Zeuge uns von diesen Beweisen berichten? Zeugenaussage. Entscheidender Beweis. Es gab noch etwas Belastenderes unter dem Körper des Opfers. Während seiner Verabredung wurde das Opfer von der Bank gestoßen. Aber er schaffte es, den Namen des Täters auf dem Boden zu schreiben, wo er landete. Ich sage es nicht gern, aber es war eindeutig der Name der Angeklagten, Maggie. Bei diesem Beweis und der Brille fällt es schwer, an ihre Unschuld zu glauben. Dies ist ein Foto des Wortes, euer Ehren. Na, das ist... Ja, ich sehe, das ist eindeutig der erwähnte Name. Die Staatsanwaltschaft möchte das Foto als Beweis einreichen. Verstanden. Das Gericht akzeptiert den Beweis. Tatortfoto 2 zur Gerichtsakte hinzugefügt. Als wenn die Brille allein dich nicht schon verdächtig genug erscheinen ließe, schrieb das Opfer auch noch deinen Namen, so deutlich wie gedruckt auf dem Boden. Aber ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass dies nicht meine Brille ist. Und wie erklärst du dir diese Todesnachricht? Es ist eine Verschwörung. Ich bin unschuldig. Herr Wright, Sie dürfen nun mit dem Kreuzverhör des Zeugen beginnen. Kreuzverhör? Jetzt zählt es. Ich verlasse mich auf Sie. Sicher. Was soll ich denn jetzt machen? Was? Das sieht Ihnen gar nicht ähnlich. Normalerweise knöpfen Sie sich an dieser Stelle die Zeugen vor. Ich knöpfe sie mir vor und tue was? Ich schätze, es führt kein Weg vorbei. Ich helfe Ihnen. Die Zeugen der Anklage verbergen allesamt Dinge vor dem Gericht. Was bedeutet, dass sie manchmal lügen? Lügen? Aber ist dieser Inspektor nicht ein Vorgesetzter? Nun, auch wenn Sie nicht lügen wollen, erinnern Sie sich manchmal falsch. Wie dieser Inspektor. Er wirkt ein bisschen vergesslich. Das spielt keine Rolle. So oder so ist es schlecht für uns. Darum müssen Sie bei der Befragung der Zeugen die Lügen entdecken und aufzeigen. Herr Wright, Ihr Kreuzverhör bitte. Ja, Euer Ehren. Das ist ja mal eine Feuerprobe. Die geben einfach nicht nach. Wenn ich die Lügen aufdecken kann, sollten wir klarkommen. Kreuzverhör. Entscheidender Beweis. Na gut. Altbekanntes Spiel. Es hat sich eigentlich nichts verändert im Vergleich zu früher, nur dass wir jetzt... Oben rechts hat sich was verändert, wenn ihr euch vielleicht noch an den ersten Teil erinnert. Wir hatten da zwar auch so eine Art Lebensenergiebalken, aber der wurde im ersten Teil noch durch 5 Ausrufezeichen, glaube ich, symbolisiert. Jetzt haben wir eine richtige Lebensenergieleiste. Prinzip ist aber dasselbe. Wenn ich zu viel Dummheiten mache, dann geht die Lebensenergieleiste eben runter und wenn sie auf 0 ist, dann müsste ich prinzipiell vom letzten Checkpoint eben wieder neu beginnen. So, okay, und jetzt fangen wir mit dem Kreuzfeuer an. Wir sehen jetzt nochmal den Text, den Gumshoe eben gelabert hat. Und wenn wir uns dazu irgendetwas einfällt, dann können wir eben entweder mit Minus angreifen oder mit Plus einen Beweis präsentieren, um die Aussage zu widerlegen. So, und wir fangen jetzt einfach mal an, die ganze Aussage von ihm auseinanderzunehmen. Es gab noch etwas Belastenderes unter dem Körper des Opfers. Wegen der Brille. Haben Sie Beweise dafür, dass sie meiner Klientin gehört? Die Gläser sind für Kurzsichtige und haben fast die gleiche Stärke wie ihre. Sogar das Gestell sieht beinahe aus wie das auf ihrem Passbild, Junge. Was soll ich jetzt tun? Weiter angreifen. Moment. Fast und beinahe sind in einem solchen Fall nicht gut genug. Haben Sie einen eindeutigeren Beweis?
Gibt es etwas, das diese Brille direkt mit der Angeklagten verbindet? Dreck und Sand haben die Fingerabdrücke von allem abgerieben. Sie wollen also sagen, Inspektor, dass Sie keinen Beweis dafür haben, dass diese Brille meiner Mandantin gehört? Sowas in der Art. Was? Ich verstehe. Es gibt keinen Beweis. Wow, das war großartig. Ich habe das echt gespürt, ganz tief in meinem Bauch. Während seiner Verabredung wurde das Opfer von der Bank gestoßen. Also, Sie sind sicher, dass er fiel, weil er gestoßen wurde? Ja, Junge. Wenn du dir die Wunden am Körper des Opfers ansiehst, gibt es keine Möglichkeit, dass es anders war. Bitte fahren Sie mit Ihrer Aussage fort, Inspektor. Wie dem auch sei, das Opfer fiel ziemlich tief. Aber er schaffte es, den Namen des Täters auf den Boden zu schreiben, wo er landete. Den Namen des Täters? Ja, ich war auch ziemlich überrascht. Ich wollte es nicht glauben, aber... War dieser Name der meiner Mandantin? Ich sage es nicht gern, aber es war eindeutig der Name der Angeklagten, Maggie. Sie sind völlig sicher. Es tut mir leid, Junge, aber das stand da. Dies ist ein Foto davon. Egal wie man es betrachtet, da steht Maggie. Da hat er recht. Hey, Moment mal. Hä? Sagen Sie nicht hä. Ich weiß, dass auf dem Foto Maggie steht, aber... Jetzt, wo sie es erwähnt, irgendwas scheint mit dem Bild wirklich nicht zu stimmen. So, sehen Sie, dass Sie einen Widerspruch gefunden haben. Zeigen Sie schnell Beweise. So fühlt es sich also an, wenn man einen Widerspruch findet. Ich schaue besser nochmal in die Gerichtsakte. Ah ja, bei diesem Beweis und der Brille... Achso, nee, das ist nochmal neu. Bei diesem Beweis und der Brille fällt es schwer, an Ihre Unschuld zu glauben. Und Sie sind sicher, dass das Opfer diesen Namen auf den Boden schrieb? Es gab Kratzer an seinen Fingern vom rauen Sand. Und unter dem Fingernagel des Zeigefingers waren Sandkörner. Es scheint tatsächlich so, als habe das Opfer selbst den Namen geschrieben. Das lief nicht so gut. Wenn er es wirklich war, stecken wir mächtig in der Klemme. Geben Sie nicht auf, bleiben Sie weiter am Ball. Ich freue mich, dass du so motiviert bist, aber... Ich möchte jetzt wirklich gern einen Ihrer Spezialangriffe sehen. Meiner was? Sie sehen immer so cool aus, wenn Sie Beweise zeigen. Beweise zeigen? Ach so, Beweise zeigen. Tatsächlich habe ich gerade dran gedacht. Ja, der große Phoenix Wright ist zurück. Oh, richtig. Hä? Ich habe unlängst gehört, dass man auch Personenprofile präsentieren kann. Das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter, also Vorsicht. Personenprofile, Na gut, versuchen wir es nochmal. Ja, das ist jetzt nämlich der Unterschied. Genau, wir haben jetzt nämlich nicht mehr nur die Beweise, die wir tatsächlich präsentieren können. Also die normalen Beweise, die wir... Ja, du kannst auch mit dem Schwingen die Wii-Fernbedienung um so einen Beweis im Stil des Spiels zu präsentieren. Ja, will ich gar nicht. Du kannst auch mit... Ja, ist schön. Gut, also ich könnte auch die Wii-Fernbedienung wie ein Bekloppter schwingen und mich dann wie ein Anwalt fühlen. Ist toll. Wir können jetzt jedenfalls nicht mehr nur die Beweise vorstellen bzw. präsentieren, die wir in der Gerichtsakte haben, so wie es noch im ersten Teil war, sondern wir können auch zu den Profilen gehen und wir können auch diese Profile hier vorstellen. Und ich sag mal so, fällt euch irgendwas auf, wenn ihr so ihren Namen lest? MacGyver Bird. So, ja. Was ist los? Was hat mich denn da geritten? Ohne nachzudenken, habe ich Einspruch gerufen. Und das noch so laut, wie ich konnte, den Finger auf meinen Gegner gerichtet. Was für ein tolles Gefühl! Inspektor Gumshoe. Redest du mit mir, Junge? Bitte nennen Sie mir den Namen der Angeklagten. Was wollen Sie mit dieser hoffnungslosen Übung beweisen, Herr Wright?
Sie werden schon sehen. Dies ist eine sehr wichtige Frage. Antworten Sie ruhig, Herr Payne. Den Namen der Angeklagten, bitte. Was soll diese lächerliche Frage bewirken? Der Name der Angeklagten lautet, Maggie Bird. Ich glaube, da muss sich jemand mal die Gerichtsakte genauer ansehen. Was? Hier steht, dass sie Maggie Bird heißt. Ah! Es sieht so aus, als hätte ich sie eiskalt erwischt. Was geht hier vor? Ich habe keine Ahnung, euer Ehren. Wie Sie sehen, hat das Opfer tatsächlich den Namen Maggie zurückgelassen. Aber der Name der Angeklagten schreibt sich Maggie. Mit EY. Das ist ein offensichtlicher Widerspruch der Fakten. Oh, was sagt man dazu? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber vielleicht wusste das Opfer nicht, wie man ihren Namen richtig schreibt. Darf ich Sie daran erinnern, dass Sie sagten, der Angeklagten wird der Mord an ihrem Geliebten vorgeworfen? Wenn sie wirklich Geliebte waren, muss er ihren Namen gekannt haben. Nein! Das ist sehr richtig. Herr Payne. Ja, euer Ehren? Sind Sie absolut sicher, dass die Angeklagte und das Opfer, Dustin Prince, tatsächlich Geliebte waren? Ja, ich bin ziemlich sicher, euer Ehren. Sie waren ein bei der Polizei sehr bekanntes Paar. Inspektor Gumshoe, bitte machen Sie eine Aussage zur Beziehung zwischen der Angeklagten und dem Opfer. Ja. Zeugenaussage. Dustin und Maggie verliefen sich im Wald. Lalalalala. Ja. Die Wachtmeister Prince und Bird waren seit einem halben Jahr zusammen. Es klang, als würden sie an eine Vermählung denken. Der Tag des Vorfalls war zufälligerweise auch der Geburtstag des Opfers. Maggie, ich meine Wachtmeisterin Bird, hatte Prince ein Geschenk besorgt. Etwas, das sie mehr als 2 Monate zuvor besorgt hatte. Ich wusste das, weil sie mich fragte, was sie ihm schenken sollte. Oh, das klingt, als hätten die beiden sich sehr nahe gestanden. Trotzdem kam es zu dieser Tragödie. Na schön. Sie können den Zeugen nun ins Kreuzverhör nehmen, Herr Wright. Kreuzverhör. Dustin und Maggie, tralala. Ja. Die Wachtmeister Prince und Bird waren seit einem halben Jahr zusammen. Woher wissen Sie das? Jedes Jahr im März gibt es ein Trainingslager für uns Polizisten. Wachtmeisterin Bird war ein Neuling. Sie und Prince verstanden sich blendend. Ich nehme an, sie kamen sich näher. Ich sollte auch dorthin, aber ich konnte die Anzahlung für die Reise nicht aufbringen, also blieb ich daheim. Wenn ich doch nur auf diese Reise gegangen wäre. Was ist los? Oh, nichts. Wirklich, wie dem auch sei. Es klang, als würden sie an eine Vermählung denken. Vermählung? Aber war das Opfer nicht 8 Jahre älter als sie? Was? Willst du damit sagen, dass man jemanden in seinem Alter heiraten muss, Junge? Nein, das meinte ich nicht. Inspektor Gumshoe und Dustin waren nur 1 Jahr auseinander, wissen Sie? Uff, ich glaube, er wird noch lange auf seine Hochzeit warten müssen. Kümmer dich um deinen eigenen Kram, Junge! Der Tag des Vorfalls war zufälligerweise auch der Geburtstag des Opfers. Der Tag des Vorfalls, Sie meinen den 6. September? Ja. Das Opfer, Wachtmeister Prince, hatte gerade um 17.30 Uhr Feierabend gemacht. Und da Maggies Nachtschicht noch nicht anfing, gingen sie ein bisschen in den Park. Ah, ich erinnere mich, als ich selbst jung und verliebt war. Das war eine schöne Zeit. Großartig, euer Ehren. Ich freue mich, dass Sie so ein fröhlicher alter Mann sind. Maggie, ich meine Wachtmeisterin Bird, hatte Prince ein Geschenk besorgt. Sie wissen ja anscheinend eine Menge über die Angeklagte. Nun, das liegt daran, dass ich ja Boss bin. Ich achte auf meine Leute. Aber sogar darauf, was sie anderen schenkte? Geht es nicht etwas zu weit? Hey Junge, pass auf, was du sagst.
Ich weiß alles, was unter mir passiert. Wenn sich jemand auch nur am Hintern... So genau muss ich es wirklich nicht wissen. Herr Wright, bitte bedrängen Sie den Zeugen nicht so. Ich stimme zu. Selbst wenn der Zeuge für die Angeklagte schwärmt, sollte das im Moment nicht der Gegenstand des Gesprächs sein. Wow, Moment, warum reden wir darüber? Das ist alles deine Schuld, Junge. Du bist schuldig, ich sollte dich einsperren. Ich glaube, der gute Inspektor ist ein wenig durch den Wind.